Ghost und die und der Starfarer. So, ich mache jetzt ein Fraps-Video von der Situation, weil die ja so absurd ist. Und hier steht vor mir einer, Sedan, so, du kriegst jetzt erstmal ein Chicken von mir, ja? Und du weißt, was Sache ist. Bak, bak, bak. Der kommt runter, ist der doof? Ey, der hat uns ein Triebwerk kaputt und gemacht, und explodiert. Ja, ey, was für ein Arschloch. Und mein Freelancer, der hat das auch ist geil. Ey, alles ist kaputt. Ja, weil er es bestimmt genauso gesehen hat wie ich, und zwar, dass auf 10C nix stand. Sondern nur die Ghost Hornet da stand und Basti seine auf der 9. Okay. Ja. Oh, was für ein und das Geilste ist, ich habe ein Video davon jetzt gemacht. Ja. Und der Typi hat das bestimmt genauso gesehen wie ich, und zwar das Schiff sehr nicht. Schön. Das war nicht zu sehen. Ich hab bloß gesehen, wie ihr landen wollt. Ich mach mal ein Video nochmal dazu. Komm schon, so, da, hier, wie ich muss reinkommen in den Kackschiff. Wer klappt da? Halt, zack, zack. Die Gummi. Okay, er prallt ab und wird langsamer, das könnte vielleicht meine Chance sein. Ach, komm, ja, jetzt! Nein! Und jetzt bin ich tot. Ey, so schlimm war der Aufprall überhaupt nicht. Okay, dann nicht. Ich sehe keinen. Schön. Jawohl, jawohl. Und dann bis das Ding dreht, ne? Also. Die Schilde sind böse jetzt. Wahnsinn. Ey, was schießen die denn auf uns? Geht's noch? Obwohl wir gar nichts gemacht haben. Boah, was war das denn? Bin draußen. Das war eine Kollision. Bin draußen. Ich hab Problem mit der Steuerung. Das liegt daran, dass das Schiff hinten raucht und beschädigt ist. Ach so, wir rauchen. Ja, wir rauchen. Ich habe eine externe Ansicht hier. Das ist nicht Raucherschiff, ne? Also. Scheiße. Ich glaube, wir müssen mal hier abhauen, ne? Ja, abhauen. Schilde sind ganz böse. Ja, die Waffen funktionieren auch nicht, also. Die Waffen sind nicht mehr da. Da sind nur noch die Aufhängungen übrig. Also, scheiße. Ja. Die Karre ist im Eimer, Junge. Die Karre ist im Eimer. Weg hier! Warp! Und ich schau mal, wie das wirkt, wenn bei offenem Hangar-Tor der Hyperantrieb gestartet wird. Oh, hey! Die Aussicht. Draußen. Oh! Oh, scheiße, was jetzt? Huch! What the fuck? Was war das denn? Wir haben einen Meteoriten gestreift. Unser Warp-Antrieb hat nicht richtig funktioniert. Hey, ernsthaft, oder? Ja, deswegen, also. Der Antrieb war beschädigt. Lol, und ich habe gerade noch mal eine Aufnahme gestartet und jetzt hängt hier alles ganz komisch in der Gegend rum. Ja, bei mir auch. Ich muss das Spiel neu starten. Ja, okay.